Garant Powerdrill. Der Name steht für den technologisch modernsten Wendeplattenbohrer, den es aktuell am Markt gibt. Und zum Marktstart unseres Powerdrills möchte ich Ihnen die ausgereifte Technik hinter dem Werkzeug vorstellen. In der ersten Ausbaustufe decken wir mit der Powerdrill-Bohrerfamilie den Durchmesserbereich von 14 bis 44 mm ab, abgestuft in 0,5 mm Schritten. Und das in einem L-zu-D-Verhältnis von 3x D und auch 5x D. Unsere Sorten sind für die Stahlzerspannung eine ST900 und eine ST1400, eine Inox-Sorte für die Bearbeitung von rostfreien Stählen und noch eine Uni-Sorte für die Anwendung in einem breiten Materialspektrum. Schauen wir uns an, was den Garant Powerdrill zu dem, wie ich behaupte, modernsten Wendeplattenbohrer macht. Auf den ersten Blick wirkt der Bohrer wie ein klassischer Wendeplattenbohrer mit einer vierschneidigen S-Platte. Aber es sind die technischen Details, mit denen sich der Bohrer stark vom Wettbewerb absetzen kann. Deshalb möchte ich gerne vier Eigenschaften herausgreifen. Beispielsweise der Einbauwinkel der Wendeplatten. Der ist entscheidend für das Selbstzentrierverhalten des Bohrers. Bei einem klassischen Vollhartmetallbohrer ist das Anzentrierverhalten keine Herausforderung. Aber bei einem Wendeplattenbohrer, der keine Spitze hat, ist es umso mehr eine Herausforderung. Und mit diesen Einbaulagen der Wendeplatten haben wir mit dem Powerdrill ein optimales Selbstzentrierverhalten erreicht. Und im Zusammenspiel mit dem Gamma-Winkel erreichen wir gleichzeitig ein minimales radiales Abdrängverhalten. In der Grafik sehen Sie, dass die beiden Wendeplatten nicht in einer Flucht stehen, sondern leicht versetzt zueinander sind. Immer ganz entscheidend beim Bohren ist die Frage, wie es gelingt, Späne abzutransportieren. Unser Powerdrill besitzt eine asymmetrische Spankanalausführung für optimale Späneausbringung bei maximaler Trägersteifigkeit. Und zu guter Letzt getrallte Kühlkanäle. Was wir bereits von Vollhartmetallbohren kennen, haben wir auch beim Powerdrill umgesetzt. Durch die getrallten Kühlkanäle wird die Bohrerseele nicht geschwächt. Jetzt bleibt natürlich die Frage, ob sich diese technischen Details auch wirklich in der Praxis auswirken. Und den Beweis möchte ich gerne antreten. Mit einem Powerdrill Durchmesser 18, 5x D, mit dem wir in 42,4 gebohrt haben. Technologiedaten waren eine Schnittgeschwindigkeit von 180 Meter pro Minute und ein Vorschub, den wir bis zu 0,2 mm pro Umdrehung gewählt haben. In der zweiten Anwendung sehen Sie Anbohren auf einer Kante. Diese Anwendung stellt immer eine Herausforderung für den Bohrer dar, da die Schneide aus dem Material austritt und wieder ins Material eintritt. Aber Sie sehen, unser Powerdrill meistert diese Herausforderung auch mit dem Vorschub von 0,1 mm pro Umdrehung. Die nächste Anwendung ist das Anbohren auf einer Schräge. Im Video kann man gut erkennen, wie der Bohrer zunächst leicht abgedrängt wird, sich dann aber wieder zentriert. Und auch für eine Auskesselung ist unser Powerdrill geeignet. Wichtig bei einer Auskesselung ist immer die Bohrstrategie. Das bedeutet erstens zunächst Vollbohrungen setzen, die sich nicht berühren dürfen, und dann zweitens mit reduzierter Vorschubgeschwindigkeit die Stege zwischen den Vollbohrungen auskesseln. Wir empfehlen prinzipiell Innenkühlung. Im Video sind wir die Anwendung jedoch trocken gefahren, einfach um etwas zu sehen, und deshalb auch nur 1x D tief. Und im nächsten Schritt sehen Sie, wie wir dieses Bauteil, die Auskesselung, die wir gerade hergestellt haben, einfach um 90 Grad gedreht haben. Und in diese Auskesselung setzen wir jetzt eine Querbohrung. Und auch diese Querbohrung wird vom Powerdrill problemlos gemeistert. Und jetzt eine Paketbohrung. Sie sehen, wie die einzelnen Segmente durch die Schweißnaht verbunden sind und unser Powerdrill durch die einzelnen Segmente bohren kann. Zum Schluss noch ein Experiment. Wir haben das Bauteil mit der gerade eben gesetzten Paketbohrung einfach um 90 Grad gedreht und kombinieren jetzt mehrere Herausforderungen. Zum einen ballig anbohren, zweitens anbohren auf der Schweißnaht, drittens durchbohren dieser Paketbohrung und viertens zusätzlich haben wir immer noch diesen unterbrochenen Schnitt. Alle diese Anwendungen hat das Werkzeug problemlos gemeistert und es zeigt, wie vielseitig und wie leistungsfähig unser Garant Powerdrill ist.